Kamera läuft. Fehlt noch was? Da ist es. Surface Hub 2S. Hallo, ich bin Tanita. Und ich bin Lea. Ich bin überzeugt, dass Teamarbeit nicht nur Freude macht, sondern sich auch positiv auf den Unternehmenserfolg auswirkt. Microsoft Teams ist die ideale Plattform dafür und beantwortet die Herausforderungen, die wir aktuell sehen. Zum Beispiel, dass immer mehr Mitarbeiter von Remote aus arbeiten. Dies beeinflusst nicht nur den Raum, sondern auch die Hardware. Genau, deshalb haben wir Surface Hub 2S, das Gerät für Teamarbeit, und haben alle Buttons, die wir brauchen, wirklich hier auf dem Desktop für Teamarbeit. Wir haben zum Beispiel den Anrufen-Button, wir haben den Whiteboard-Button und wir haben den Verbindungs-Button für die Verbindung mit anderen Geräten. Und wir sehen, welche Meetings wir gleich aufgesetzt haben. Wir könnten den Call-Button eigentlich gleich mal nutzen, um Lisa anzurufen. Das stimmt. Denn Lisa hat ja auch eine Präsentation vorbereitet, die ideal in das Thema heute reinpasst. Schauen wir mal, ich klicke Meet Now und lade Lisa direkt zu unserem Gespräch mit dazu ein. Hallihallo. Hallo. Hier ist Tanita und Lea. Hi. Ah, hallo. Du, Lisa, du hattest doch eine Präsentation weiter bearbeitet, die sich mit dem Raumkonzepten bzw. dem Büro der Zukunft auseinandersetzt. Kannst du uns da noch mal zeigen, worauf du den Fokus gelegt hast? Ja, na klar, ich teile einfach mal die Präsentation, dann können wir gemeinsam draufschauen. Also, ich glaube, die Slides sind jetzt bekannt. Hier, das Slide Nummer 6 ist das, was ich so ein bisschen überarbeitet hatte. Da ging es mir vor allem darum, dass es eben nicht nur um Kunden geht, sondern auch um die Mitarbeiter, wenn es um die Arbeitsplatzsouveränität geht. Und das hat dem Ganzen eine ganz andere Perspektive gegeben. Das hat gut funktioniert für mich. Cool, ist auch eine schöne Folie. Danke, Lisa. Genau. Ja, gerne. So einfach geht Teamarbeit mit Teams und Surface Hub 2S. Und die nächsten Teamarbeitsszenarien zeigen wir euch in den anderen Videos.